So, heute ist Donnerstag, der 20. Mai 2021, 14.10 Uhr. Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, eine ganz kurze Introduktion. Diesmal wirklich ganz kurz. Mein Name ist Adrian Lachstetter, das ist mein bürgerlicher Name. Der Name meiner Person, die dem Vatikan gehört, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Von der will ich mich distanzieren, auch von dem Namen Lachstetter. Weil das eine Satanistenfamilie ist, deswegen nenne ich mich überall Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Das aus der Familie, beziehungsweise von der Familie, habe ich von den Freeman, von den Sovereign Citizen aus den USA übernommen, müsste mal eingeben, ne, weil hier alles unter See- und Handelsrecht läuft. Und deswegen, um mich halt von dieser Person, dieser Maske, dieser Fiktion, kann man auch schon sagen, diesem das ist ja im Prinzip nur Papier, nur eine Registrierung wie eine Firma, und um abzugrenzen. So, also Adrian aus der Familie Milosevic möchte ich genannt werden. So, ich wohne in 37574 Einbeck, bin 18 Jahre, mit drei Fragezeichen alt. Ich glaube, dass ich 21 bin, dass man mich da auch verarscht hat, was mein Geburtsdatum angeht. Hier wird ja alles von Freimaurern kontrolliert. Die können mich also genauso gut verarscht haben, da sage ich mal. Also im Prinzip hat man mir dann auch 3 Jahre genommen. 3 Jahre, das ist auch so eine Sache. Das werde ich auch nie verzeihen können, wenn das wirklich stimmt. Den Hinweis darauf habe ich natürlich... So doof sich das anhört, hört mir bis zum Ende zu. Habe ich in der Psychiatrie gekriegt, wo der BND mich reingefoltert hat, und da wurde mir gesagt, ja, in deiner Akte steht aber 2000, aber als bei mir geklingelt, da dachte ich, jetzt weiß ich Bescheid. Wie gesagt, ich bin traumabasiertes Mind Control, MK Ultra Projekt Monarch, werde ich euch in dieser Beschreibung verlinken. Ich habe weder paranoide Schizophrenie, das gibt's ja nicht, das hat Dr. Kessler auch schon aufgeklärt, das ist nur eine Cover-Story, noch habe ich Autismus. Das wurde mir einfach alles nur angehängt, um mich halt als Bekloppten hinstellen zu können. Genau. Also ich habe weder noch. Ich habe gar nichts von beiden. So, das eine gibt's nicht mal. So, da werde ich euch was zu verlinken. Das ist alles der BND mit technischen Mitteln, mit Skalarwellen, Energiewaffen, elektromagnetischen Waffen, Mobilfunk, Radar und so weiter und so fort. Implantaten, die gibt's auch schon. Mikrochips werden von Siemens produziert, liegen Milliarden rum in irgendwelchen Lagerhallen. Glaubt man ja nicht, dass sie das nicht einsetzen, die Freimaurer. Zum Spaß macht man das nicht. Werde ich euch verlinken. Einmal diesen Siemens Contractor. Ja, nicht wundern, hier ist eine Warze. Habe ich Watte drauf, Apfelessig und tralala. So. Werde ich euch mal beides verlinken. Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich wieder zu Hause bin, das hochlade. Einmal diesen Siemens-Fuzzi, der über die Mikrochips spricht. Das heißt, wenn ihr euch ein Siemens-Gerät reinlegt, kann es sogar sein, dass die Implantate nicht angezeigt werden, weil ja auch Siemens diese Mikrochips produziert. Ist ein bisschen tricky alles. So, ansonsten alles unten in der Beschreibung. Ja, und wie gesagt, wir sind schon sehr weit. Also es hat sich in den letzten 30 Jahren viel verändert. Ne? Ich empfehle euch generell mal Dr. Catherine Horton. Ich bin auch übrigens gechippt, implantiert in meiner Schulter, im Genitalbereich. Also ich weiß nicht, wie viele Chips ich habe. Das sind so ganz kleine Mikrochips. Das ist sogar kleiner wie diese RFID-Chips. Im Kopfbereich, im Nacken, im Hinterkopf. Also, das sind halt wirklich Mikrochips. Nicht nur Chips, sondern Mikrochips. Und nicht nur diese, noch kleiner wie die RFIDs, diese Reiskorn-Dinger. So, hat Dr. Kestrin Horton alles aufgedeckt. Dazu habe ich natürlich auch noch Nanotech, also Nanotechnologie im Körper und den ganzen anderen Mist. Also ich werde wirklich mit allen möglichen Hightech angegriffen. Werde jetzt hier ermordet, qualvoll, jeden Tag gefoltert mit meinen Schulterimplantaten, mit meinen Genitalimplantaten. Ich werde euch alles verlinken. Einmal diesen US Air Force Contractor. Ich glaube, ich werde das auch noch mal auf diesem Kanal hochladen, den US Air Force Contractor. Wie gesagt, zum Spaß macht das Siemens ja nicht, dass sie tausende Milliarden an Mikrochips produzieren. Und das ist auch nicht für irgendwelche Pferderennen oder sonst, da kannst du mir nicht erzählen. Irgendwas wollen die, haben die doch damit vor. Das machen die ja nicht zum Spaß. So, ich bin auf jeden Fall schon implantiert. Illegal, gegen meinen Willen, mit Neuralink und der ganzen Scheiße. Von daher hat das halt auch alles meiner Meinung nach, müsst ihr selber entscheiden, keinen Sinn, was sie mir hier angeboten hatten. Hier Hisbollah-Führer in Deutschland, 500 Millionen Euro vom Iran. Und dazu kommen wir dann gleich noch. Ich wäre nur eine Schachfigur auf dem Schachspiel gewesen. Und ich habe mich aber entschieden, das Spiel nicht mitzuspielen. Ohne Schwarz, ohne kann Weiß nicht spielen und umgekehrt. Bevor, dass ich das erkannt habe. So, ich mache nicht mit, was der BND da mit mir vorhatte. Deswegen wollen sie mich natürlich loswerden, dass sie keinen Zeugen mehr haben für diese ganze Scheiße.
dass diese Nazi-Templer hier weiter Kinder ficken können und die Freimaurer, dass dieser Kinderschänder-Handelsring in Einbeck nicht aufgedeckt werden kann. Das ist das Einzige, was ich will. So, genau. Worauf wollte ich hinaus? Ich wurde heute Morgen nämlich auch schon wieder vergewaltigt mit elektromagnetischen Waffen und Implantaten. Ich weiß nicht, ob das meine Nachbarn sind oder ob das tatsächlich irgendjemand in Pullach ist oder im Behn-Hauptquartier in der Chausseestraße, weil ich auch diese Implantate habe. Ich weiß nicht, inwieweit die Reichweite ist. Im Gedankenübertragungspatent steht 900 Kilometer. Es kann aber auch sein, ich meine gelesen zu haben, nur 20. Es kann auf jeden Fall jemand im Umkreis von 20 Kilometern sein und das ist die Scheiße. Deswegen kann man sich nicht darauf verlassen, dass das die Nachbarn sind oder sonst was. Auf jeden Fall wieder bis zum Orgasmus heute Morgen vergewaltigt. Ich brauche gar nichts mehr zu machen. Ich brauche mich einfach nur, das ist so stark teilweise, dass man nicht mal aufstehen kann. Also ich liege dann einfach da und werde halt bis zum Orgasmus vergewaltigt. So kann man sich das vorstellen. Keine Ketten, ich bin nicht angekettet. Ich liege einfach da, kann nicht aufstehen und werde bis zum Orgasmus vom BND vergewaltigt. Jeden Tag seit meinem dritten Lebensjahr, in der Hoffnung, mich halt in eine homosexuelle, Pisse trinkende, kinderfickende Schwuchtel zu verwandeln. Ja, das Ganze geht dann auch mit Voice to Skull, Gedankeneinsendung und so weiter. Es funktioniert allerdings nicht. Aber das begreifen diese Freaks ja nicht. Und deswegen gibt es heute mal wieder ein Rachevideo. Genau. Ja, das ist alles, was ich will, dass diese Folter aufhört, vorhandene Mikrochips entfernt werden, falls vorhanden. Ne, genau bin, weiß ich auch nicht. Es gibt Leute, die sagen, dass es auch einfach nur Nanotech ist, dass diese Dr. Catherine Horton eine Gatekeeperin ist vom Geheimdienst, um halt abzulenken, dass es auch ohne Implantate geht, was weiß ich. Fakt ist auf jeden Fall, irgendwie müssen die mich orten können, weil ich hier auch so gestalkt werde, ohne dass ich irgendein Handy dabei habe oder irgendwas. Also irgendeine Technologie muss ich in meinem Körper befinden, mit der ich an dieses System angeschlossen bin. An diese Supercomputer von CIA und diese ganzen Scheiße. Und dieses ganze AI. Kennst du Amina? Ja. Ist sie voll? Nein, nein, nein. So. Ja. Nee, auf jeden Fall genau. Ich wurde heute Morgen wieder vergewaltigt bis zum Orgasmus mit technischen Mitteln, sage ich einfach mal so. Mit klassifizierter Militärtechnologie. Und genau, worauf wollte ich jetzt hinaus? So, also ihr habt euch mit mir verscherzt, ihr lieben Geheimdienstler und Mitarbeiter von BND, CIA, Verfassungsschutz haben wir nicht, wir haben keine Verfassung. Was machen diese Leute da? Kriminalbetrug. Ich werde euch die Katrin mal verlinken, Catherine Horton. Dann werde ich euch den Air Force Contractor nochmal hochladen. Monarch werde ich euch reinmachen. Genau. Man wollte mich ja auch schon mit tausenden Leuten zusammenbringen und trafficken, prostituieren. Wie gesagt, irgendwelche Ballonköpfe, Autisten, Schrott. Wo ich mir so denke, warum hat man deren Vorfahren nicht euthanasiert, ey. Naja, ist auch ein anderes Thema. Es ist so widerlich, muss man sich mal geben. Irgendwelche fetten Autisten beim BND, die Legastheniker sind, das stimmt alles, was ich sage, das ist nicht nur, weil ich sauer bin, denken, die sind Übermenschen, weil sie halt einfach diese Leute über die Chip-Implantate fernsteuern können. Also, wir haben einen noch schlimmeren Genozid am Laufen als damals hier mit der SS und dieser ganzen Scheiße. So, also Ohrenimplantate oder sowas werde ich auf jeden Fall haben. Das haben wir ja auch, habe ich auch gemessen, alles mit einem Messgerät. Ich bin auf jeden Fall mit moderner Militärtechnologie ausstaffiert seit meinem dritten Lebensjahr. Ja, wie gesagt, bei mir haben sich die CIA den Falschen rausgesucht. Ja, Arschgeigen, Arschlecken. Weil, nee, ich lasse das nicht mit mir machen. Alles, was ich wollte, war eine Kindheit. Was ich jetzt will, ist, wie gesagt, Rache für diesen ganzen Scheiß, dass diese Leute hingerichtet werden, diese Kinderschänder hingerichtet werden, die sich an mir vergangen haben.
und dachten, die können das mit dieser CIA-Gehirnwäsche in mir vergraben und mich jetzt entlohnen, indem sie mich quasi wie so ein Wegwerfspielzeug da als Hezbollah-Führer einsetzen, dass ich hier alles nochmal einäschern tue. Nee, Arschlecken, ne? Nee. Ja, sinnlos. Wie gesagt, das die einzige Kriminalität, die wir loswerden müssen, ist Geheimdienstkriminalität und das Militär. Beides komplett abschaffen. Wie gesagt, da hat sich die CIA den Falschen, haben sie sich rausgesucht. Ich bin Pazifist und kein Militarist. Ich war Militarist, aber das war ja diese ganze Gehirnwäsche. So, also weg mit der Scheiße. Für immer. Sämtliche Militärs und sämtliche Geheimdienste müssen abgeschafft werden. Diese Templer müssen wir endlich hochnehmen. Freimaurer, Illuminatis, was auch immer alles. So. Ja, wie gesagt, so. Ich schweife schon wieder ab auf jeden Fall. Ich wurde heute Morgen wieder elektromagnetisch vergewaltigt. So wie jeden Tag eigentlich. Jeden Tag, nee, nicht eigentlich, jeden Tag. Von morgens bis abends teilweise, manchmal auch nur abends, manchmal auch nur nachts. Auf jeden Fall werde ich jeden Tag mehrfach vergewaltigt bis zum Orgasmus mit technischen Mitteln in der Hoffnung, mich halt in den Perversen zu können. Ganze mit Voice to Skull, also Stimme zu Kopf. Das heißt also, ja, dann sagt man mir so... Das geht seit dem dritten Lebensjahr so. Person XY liebt dich, Person so und so. Geil, ne? Also nicht geil. Das geht seit dem dritten Lebensjahr so. Und deswegen ist es das checken die Geheimdienste auch nicht. Deswegen, das ist, irgendwann ist es halt auch ausgelutscht. Das ist dann so, wenn man jahrelang das hört. Oh, der liebt dich aber und er liebt dich und er liebt dich und er liebt dich auch und... Das geht seit dem dritten Lebensjahr, das muss man sich mal denken. Also jahrelang, die gleiche Scheiße. Aber halt immer nur mit anderen Gesichtern und irgendwann funktioniert es halt auch nicht mehr. Also bei mir funktioniert es so oder so nicht. Aber genau. Naja, ja, dazu muss man wissen, dass beim BND das sind alles Nazi-Schwuchteln sind. Das sage ich, wie gesagt, nicht nur, weil ich sauer bin, sondern das ist ein Fakt. Das sind legasthenische, autistische Nazi-Schwuchteln beim BND. Könnt ihr euch ausmalen, was passiert, wenn diese Leute Zugang zu Hightech haben, zu Militärwaffen und so weiter und so fort. Dass da nichts Vernünftiges bei rauskommt, ist ja klar. So, deswegen, mich widert das einfach auch nur noch an, diese Korruption, dieses ganze System. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, mich dagegen zu stellen. Mir bleibt ja auch gar nichts anderes übrig hier, als zu kämpfen. Ne? So, wie gesagt, also ich kann mich nur wiederholen. Die CIA hat sich den Falschen rausgesucht, mit dem sie sich angelegt haben. Ich werde kämpfen, bis ich zerstört bin, so wie trainiert, weil ich ein Supersoldat bin. Alles verloren, Körper ist kaputt hier, da kaputt, kaputt, kaputt. Herz ist sowieso schon kaputt, Hoden ist kaputt, alles kaputt, kaputt, ja. Leben kaputt, von daher kann ich auch quasi weiter marschieren, bis ich dann endlich umklappe. So, selber schuld hier, ey. Ihr wolltet einen, ihr kriegt einen. Allerdings anders, wie ihr euch das gedacht habt. So. Nämlich gegen euch. So. Auf jeden Fall werde ich wie jeden Tag, das muss man sich mal geben, dass ich 17 Jahre lang, beziehungsweise 20, beziehungsweise 21, Fragezeichen, 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 es ist halt mein dritten Lebensjahr, also seit 18. Wenn ich 21 wäre, vergewaltigt werde mit elektromagnetischen Waffenchip-Implantaten in der Hoffnung, mich halt umwandeln zu können in eine perverse Schwuchtel. So, aber das geht nicht, wie gesagt. Diese ganze Scheiße ist auch schon ausgelutscht. Wie gesagt, man wollte mich mit so vielen Idioten zusammenbringen, irgendwelchen Legasthenikern, Bollerköppen, Autisten, wo ich mir so denke, wirklich, warum hat man die nicht erschossen, ihre Vorfahren? Weil das ist mir nicht würdig. Ich bin arischer Übermensch, ich habe weder Autismus, ich habe eine hohe Intelligenz, noch bin ich irgendwie so hässlich. Sorry, wenn sich jetzt hier jemand angegriffen fühlt, das ist einfach nur mal so. Betroffene Leute, wir wissen schon, wer gemeint ist. Ich habe die Namen ja auch schon mal öffentlich in anderen Videos gesagt. Auf jeden Fall wirklich die größten Vollidioten wollte man mich zusammenbringen. Irgendwelche Leute mit körperlichen Behinderungen oder mit geistigen oder mit beidem noch. Ja, man wollte mir dann auch so eine Kontrollakte anfertigen, so eine Pädophile.
Aber wie gesagt, ich lasse mich da nicht reinziehen und den hässlichen Kuppeln, mit denen sie mich locken wollten, weiß ich nicht. Das ist so wie, keine Ahnung. Fällt mir jetzt kein Beispiel ein, auf jeden Fall, so kannst du die Leute nicht locken. So, mich kann man sowieso nicht locken mit Sex, weil ich asexuell bin. Man hat mich auch schon versucht, mit Frauen zu locken. Ja, wie gesagt, die haben sich echt den Falschen rausgesucht. Jetzt mache ich die CIA fertig. Ja. Jetzt habe ich 15 Minuten wieder mit einer Introduktion verbracht. Wie gesagt, ich will das Video auch, wollte ich auch gar nicht so lang machen. Ich wollte eigentlich schon längst durch sein, aber weil ich auch keinen mehr habe, du neigst zu erzählen. Auf jeden Fall, und es gibt ja auch so viel, was ich alles noch loswerden will, für den Fall, dass ich sterbe, dass es dann trotzdem irgendwann aufgeklärt werden kann. Ja. Ne? Genau. Dass die Videos dann quasi so als Beweise dann auch noch dienen. Oder als Beweis. Ich habe gesagt, bei mir haben sich die Geheimdienste ins Ausgeschossen. Mit dieser ganzen Scheiße, was sie hier abgezogen haben. Ja. Ja, wie gesagt, dann kommt noch dazu, dass ich normal sowieso, damit das alles nicht rauskommt, vor 3 Jahren normalerweise in einem Attentat gestorben wäre. Ich habe mir eine Waffe aus dem Darknet bestellt. Wie gesagt, damals ging das auch noch ohne Personalausweisverifizierung. Das Einzige, was mich davon abgehalten hat damals, war der Fakt, dass hier Vodafone eine Internetstörung hatte für 3 Wochen. Ansonsten wäre ich jetzt schon tot. Also im Prinzip hat mich, wie gesagt, nur Vodafone gerettet, Drecksverein. Ich wäre gerne gestorben, ganz ehrlich. Weil in so einer Welt möchte ich nicht leben, wo irgendwelche Pisse trinkenden, Pisse an Kinder anpissenden, autistischen Legastheniker, Kinderpopper beim BND denken, das sind die geilsten Übermenschen, während ich der Übermensch bin. Die besten Übermenschen, ich, werden getötet. Und dann am Ende hast du dann nur noch diese perverse Freakstar vom BND und das ist eine Welt. Bäh. Normal sollte es umgekehrt sein. Normal sollte ich der sein, der diese autistischen Legastheniker-Freaks mit diesen Chips überwacht und kontrolliert, dass sie keine Scheiße machen, so wie jetzt. Ja, verdrehte Welt hier, alles invertiert. Dr. Catherine Horton mal angucken, dazu verdammte Scheiße, das ist alles schon real. Es hat sich in den letzten 30 Jahren viel geändert. Wir sind nicht mehr in 1970. Ne? Das macht man noch nicht ohne Grund auch hier, dieses ganze Funk überall ausbauen. Siemens macht die Mikrochips oder was. So, also könnt euch ausmalen, was auf uns zukommt. Ich bin schon das Testopfer und irgendwann kommt das auf euch alle zu. Und dann denkt ihr euch, da hätten wir mal gehört auf den. Ne? Polizisten sind übrigens schon gechippt, genau wie Richter mit diesen Mikrochips. Nachts vom Geheimdienst, das geht ruckzuck, innerhalb 2 Minuten hast du diese Mikro-OPs mit Laserscalpel. Macht ja auch Sinn, man holt sich erstmal die Leute, die Exekutive, Richter, Anwälte, Polizei, um die dann halt auch fernsteuern zu können, damit die dann in solchen Fällen wie bei mir halt gar nichts machen oder halt auch noch aggressiv werden, wenn ich dann irgendwas sage oder so. Soweit ist es schon und das ist die Kriminalität, die ich bekämpfen will. Ich könnte es also mit dieser Hezbollah-Scheiße nicht locken. Die Geheimdienste. Also wenn Sie Polizist sind, das hier sehen, testen Sie sich mit dem Acecho MK2 von Dr. Catherine Horton auf der Webseite www.stop007.org mal selber auf Chipimplantate, UV-Taschenlampe ans Auge halten. Wenn das reflektiert, so grün oder so, haben Sie ein Augenimplantat. Am besten mal abends machen. Normalerweise sollte in den Augen nichts reflektieren. Heißt also, Geheimdienste können durch die Augen gucken und so eine Scheiße alles. Und deswegen hat es alles keinen Sinn hier, was die Geheimdienste mir angedreht haben. So, und genauso, also die ganzen Führer der Welt werden gesteuert. Ob es jetzt ein Hassan Nasrallah ist, ob ich das bin, ob das der Sajid Ayatollah Ali Khamenei ist oder sonst wer. Oder die Merkel. So, ich werde euch den Contractor auf jeden Fall mal hochladen, den US Air Force Contractor, ich weiß nicht, wie der heißt jetzt, und der hat da ein Interview gemacht und gesagt, dass Siemens auch schon Mikrochips hat, Milliarden bereit liegen, so richtige kleine Mikrodinger. Das macht mir nur alles nicht so einen Spaß, könnt ihr mal drüber nachdenken. Auf jeden Fall so, ich brauche von dieser Welt nichts,
Alles, was ich will, ist, dass dieser Kinderschänder-Scheiß an mir endlich aufgeklärt wird, dass endlich diese Leute, die alle partizipiert haben in meiner Ermordung, in meiner Gehirnwäsche, in meinem Sextrafficking, dass die alle hingerichtet werden mit ihrer ganzen Krepel-Legastheniker-Familie, dass mein Körper, mein Hoden mit Advanced Military Technology, also fortgeschrittener Militärtechnologie, geheilt wird. Genau. Mehr will ich gar nicht. Oder dass man mich endlich anständig umbringt und erlöst von dieser Pein, von dieser täglichen Folter. Aber dazu haben die Geheimdienste ja einen zu kleinen Mikropenis. Ja, man braucht sich ja nur mal Herr Karl angucken. Ja, dieses fette Nazi-Schwein. Fette Leute haben ja meistens hier nur so einen kleinen Dödel. Tut mir leid jetzt, wenn jetzt hier irgendwie sich jetzt da irgendwie angegriffen fühlt, aber. Dabei muss auch nicht zwingend sein. Ne? Aber bei Herr Karl ist das nämlich der Fall. Das kann man nämlich auch merken. Ja, das ist nämlich so, das kommt ja nicht irgendwo her, diese Psychopathie von Herr Karl. Ich glaube nämlich, das hängt damit zusammen, dass nämlich sein Schniedel nur so klein ist, dass er deshalb nämlich jetzt halt so ein bisschen am Ausflippen ist und sich denkt, ja, weißt du was, jetzt muss Deutschland brennen hier. Jetzt chippen wir mal die Leute dafür. Keine Ahnung, so kann ich mir das denken, dass das deshalb ist. Aber man weiß es nicht. Jetzt habe ich schon wieder 20 Minuten verbracht mit dieser Kacke. Also muss aber halt raus, weil die Leute halt teilweise noch gar nichts davon wissen, dass dieses Kriminalkartell sich über die Jahre schon so viel angeeignet hat, elektromagnetische Waffen, Chipimplantate. Und das ist halt ein völlig neues Verbrechen, dem ich auch zu Opfer gefallen bin. Und deswegen will ich es ja auch alles so aufklären. Das ist nämlich das Wichtigste, dass diese Geheimdienstkriminalität abgeschafft wird. So. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, worauf wollte ich hinaus? Man vergewaltigt mich hier jeden Tag elektromagnetisch mit Militärtechnologie bis zum Orgasmus. Dazu wollte ich euch eins sagen. Ihr könnt euch das in die Haare schmieren. Ich hasse euch alle, jeden einzelnen Geheimdienstler. Egal wie der heißt, egal wie der aussieht, weil ihr alles Verbrecherpack seid. Dr. Kerstin Horton sagt immer, the dregs of society. Also the dregs, so wie der Dreck, kann man sagen. Ja, die letzten Oberlose halt. Kann man auch mit einem logisch-rationalen Verstand alles nachvollziehen. Ne? Wie gesagt, die Catherine, die macht bloß halt alles auf Englisch immer ihre Videos. Ne? Ah ja, ich bin auch noch Opfer von Gangstalking, also Straßentheater. Jedes Mal, egal wenn ich rausgehe, habe ich sofort irgendwelche Geheimdienstler am Arsch, die hier rumfahren. Auch ohne Telefon, durch diese Körperchips. Ne? Naja. So. Jetzt warten wir, bis es grün ist. Es ist grün. Abmarsch. Genau. Ja, ursprünglich wurden diese Körperchips für Geheimdienstler entwickelt und jetzt haben die sich halt gedacht, weißt du was, das können wir doch auch den Leuten einsetzen für Menschenhandel, Sextrafficking, dann bringen wir die irgendwann um. Und so wollten sie es auch bei mir machen. So, wie gesagt, worauf wollte ich hinaus? Erstmal, diese 20 Minuten sind halt wichtig, dass man erstmal dieses ganze Verbrechen versteht. So foltert man auch Leute in die Psychiatrie oder man macht sie halt künstlich behindert. Steckst du dann irgendwelche autistischen Wohnheime, so wie sie es mit mir machen wollten, zu wirklich irgendwelchen Bollerköppen, aber als arischer hübscher Übermensch, der ich bin, ja, und deswegen kriegen die jetzt auch von mir richtig das, was sie wollen. Egal, nicht sie wollen Hitler, ihr kriegt einen Hitler. Ich krieg ihn richtig in den Arsch jetzt, Herr Karl. Bis zum Tod, wie gesagt. Nee. Und das widert mich einfach nur noch an, wie wirklich die besten Elemente unserer Gesellschaft, ich, untergraben werden von so einem Dreck, verdrängt werden. Und das ist das System, was wir bekämpfen müssen. Das muss weg. Deswegen. Ihr habt es euch mit mir verscherzt. Eigentlich wollte ich das Video auch nur wieder an den BND richten, aber wie gesagt, ich bin halt so voller Hass. Es ist halt schwierig, wenn man so voller Hass ist und mit so viel Input dann das irgendwie gescheit irgendwie rauszubringen. Ich hoffe, ihr seid mir da nachsichtig. Dann werde ich, wie gesagt, jeden Tag vergewaltigt. Schlafentzug steht auch auf dem Programm.
Und der ganze Scheiße halt, ne? Tja. Pustekuchen, ne? So. Oh, die Haare, ey. Oh. La 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 lu la 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 lu. Ja. Nee, also wie gesagt, so, nochmal, jetzt nochmal an die Geheimdienste, jetzt wo jetzt, ich werde euch alles Wichtige übrigens an meine ganz normalen Zuschauer unten verlinken, Projekt Monarch, Dr. Catherine Horton, den US Air Force Contractor werde ich sogar nochmal hochladen, mit den Mikrochips und genau, wie gesagt, mein Ziel ist es, dieses Verbrechen zu stoppen, ich brauche von den Geheimdiensten nichts, ich brauche von dieser Welt nichts, vor allem, es hat doch sowieso alles keinen Sinn, was bringt mir das? Wirklich ein Hezbollah-Führer zu sein, 500 Millionen Euro zu haben, vielleicht auch eine Villa oder sonst was. Und dann werde ich genau zu den Leuten, die ich hasse, irgendwie so ein fettes Pack wie Gregor Gysi oder Peter Altmaier, so ein Fetti-Fetti-Bum-Bum, der sich vollfrisst. Ja. Nee. Erstens mal das und zweitens mal, was bringt mir das, wenn ich dann durch irgendwelche Geheimdienste gesteuert werde, durch meine Augen geguckt wird, durch Augenimplantate, Dr. Kessner unten aufgedeckt hat, ich also nicht mal eine Privatsphäre beim Scheißen habe, dann hat das doch auch keinen Wert mehr, dieses ganze drumherum. Alles, was ich will, ist nämlich Privatsphäre, wie gesagt, Gerechtigkeit, Freiheit, dass dieses Kartell endlich zusammenfällt, das will ich. Und nicht irgendwie so dieser ganze andere Scheiß. Ja, Herr Karl, jetzt haben Sie sich so ein bisschen selber ins Bein geschossen mit mir. Das kommt halt davon, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, wenn man autistische Legastheniker beschäftigt, die das nicht vernünftig hinkriegen. Org-Armee ist das. Normal wäre ich seit 3 Jahren tot in einem kontrollierten Attentat, damit das alles nicht rauskommt. Ich hätte mir eine Waffe bestellt übers Darknet. Ich hätte diesen Krüppeljungen Benny Behrens, diesen Fetti-Bum-Bum erschossen. Ja, das sind eigentlich, das widert mich auch so an. Dieser Junge, der ist hässlich und fett und kann nix. So. Ja. Freimaurer, scheiße. Wenn sie so eine Scheiße schon machen, hier, in Psychiatrien foltern, in Wohngruppen foltern und sonstige Scheiße, dann können die Geheimdienste das doch mit solchen Leuten machen, mit dem Dreck der Gesellschaft. Und deswegen, das widert mich so an, wenn sie schon machen so eine Scheiße, dann doch bitte bei dem. Oder noch ein Beispiel, Phil Rosenberg von der Rosenberg-Familie, die wohnt hier auch, ich bin in Mühlmeerstraße hier wieder, in ihrem roten Backsteinhaus, der Vater verkauft Bagger. Denkt wahrscheinlich auch, ist der Geilste. So. Auf jeden Fall, oder der Krüppeljunge, der kann doch eh nichts. Das ist eine hässliche jüdische spanische Bohnenstange, ja? So, der ist erstens mal hässlich, der Junge. Zweitens mal ist er verblödet. Kann er auch nichts. Die können sie doch in eine Klapsmühle foltern. In irgendwelche Wohngruppen stecken für Geld. Aber nicht mich als arischen Übermensch. Das müssen Sie jetzt verstehen hier, Herr Karl. So. Deswegen gibt's jetzt hier so lange, wie gesagt, ein richtiges Feuer, ein richtiges Feuersbrunst, ein richtiges Gewitter hier. Wie gesagt, bis das hier ans Licht kommt. Wie gesagt, mich hat man nicht zu provozieren, merken Sie sich das, Herr Karl. Mich hat man nicht zu provozieren, mich hat man nicht in Psychiatrien zu foltern oder sonstige Scheiße. Das könnt ihr mit diesen Krüppeln machen, mit diesen Untermenschen, mit diesem Dreck. So, muss ich einfach mal gesagt haben, weil es mich einfach sauer macht. Oder hier Markus Gorz, diesen scheiß Polacken, den sie mir andrehen wollten. Durch dieses Mind-Control-Sex-Trafficking-Scheiß. Der kann doch auch nichts. Das ist genauso ein Bekloppter. Den können sie in eine Psychiatrie reinballern. Zack, Spritze rein, Betonspritze und kaputt. Nicht mich. Deswegen, ich bin einfach nur noch sauer, was man mir angetan hat. Als Dank, wie gesagt, dass ich mich in der Kindheit anpissen lassen musste, Schwänze lutschen musste, ist der Dank, dass ich wirklich in einem Attentat draufgehen soll. Aber das hat ja nicht geklappt. Wegen Vodafone. Ja, dann haben sie sich halt gedacht, was machen wir jetzt? Ja, müssen wir umplanen, sperren wir ihn halt wieder in die Psychiatrie, spritzen ihn nochmal kaputt mit Halidol, dass er Krämpfe hat, dass er sich nicht bewegen kann. Ja, vergiften ihn mit Risperidon und so eine Scheiße. Ich kann übrigens jedem mal raten, lasst euch mal Risperidon verschreiben an diese ganzen Geheimdienstfreaks, die mir dieses Leid auch zugefügt haben. Lasst euch mal Risperidon verschreiben. So. Ich war auch gesund, ich habe es auch nicht gebraucht. Naja, keiner braucht das, das ist Gift, Nervengifte. So, auf jeden Fall, das ist die Hölle auf Erden, wenn man das Zeug nimmt. Weil man hat Spaß an nichts mehr, das muss man sich mal unterdrücken. Dieser Spaß, der wird so hart unterdrückt. So, also an Sachen, wo ich normalerweise Spaß hatte, hatte ich keinen Spaß mehr. Und das ging ein halbes Jahr so. Ein halbes Jahr, muss man sich mal überlegen, weil ich das nehmen musste. Meine Mutter hat mich dann auch so genötigt, diese narzisstische blonde Dreckshure. Hat dann auch ihr gedroht.
Ja, die macht auch mit bei meinem Monarchen, die weiß das auch. Ah, und dass ich da wieder in die Psychiatrie komme, wenn ich das nicht nehme und so eine Scheiße alles. Blondes Mistvieh. So. Nee, meine Erzeugerin, so. Oh, das war so schlimm. Nehmt euch mal, jeder, der jetzt hier zuguckt, lasst euch Risperidon verschreiben. Und ich schwöre euch, das ist die schlimmste Scheiße. Das macht euch richtig kaputt. Und vor allem, es hat Nachwirkungen. Also wenn ihr es 3 Monate nehmt, dauert es auch mindestens so lange wieder, bis es draußen ist. Das heißt also, oder zumindest ist das Gehirn halt so kaputt, durch diesen Nerven, durch diese Schäden. Also das heißt, wenn ihr es 1 Jahr nehmt, dauert es auch wieder 1 Jahr, bis es draußen ist. Das heißt also, ich habe, wie gesagt, 6 Monate insgesamt überhaupt keinen Spaß mehr auch in meinem Leben gehabt. Also ich habe im Prinzip 2021, 18, Fragezeichen, Jahre keinen Spaß gehabt. Aber das war halt schon wirklich heavy. Das war richtig heavy. Also, ich kann es euch nur raten. Oder Olanzapin ist genau die Scheiße. Nee, es widert mich einfach nur noch an und dieser Hass muss mal raus, dass man nämlich sieht, was man hier mit arischen Übermenschen macht. Ja, ich bin ein arischer Übermensch. Ich bin Deutsch-Serbe und ich habe diese Behandlung nicht verdient. Ich bin arisch, ich bin der Übermensch. Normal sollten mir die ganzen Wichser vom BND die Stiefel küssen und meinen Schniedel lutschen, ja, und nicht umgekehrt. Obwohl, ein Arsch offen da. Sie wollten Hitler, sie kriegen einen, Herr Karl. Ich trete euch in den Arsch hier. Als arischer Übermensch. Nee, also echt. Es widert mich einfach mal an. Na? Wenn man schon so eine Scheiße macht, dann bitte an den Leuten, die ohnehin hässlich sind, dumm sind und nichts können. Benjamin Behrens, Phil Rosenberg. Hier, der Junge von den Bayes meinetwegen auch. Oder hier, wie heißt da Markus Glotz oder Finn Schärfke. So eine, das sind Legastheniker, Vollidioten, die können nichts. Ja? Aber nicht an mir als arischen Übermensch mit hoher Intelligenz. Ja? Indigo, Empath. Nicht mit mir. Das können sie, wie gesagt, mit solchen Krüppeln machen. Und deswegen bin ich, wie gesagt, richtig brastig. Nee, das widert mich einfach nur noch an. Wie gesagt, ich werde euch auch mal was anderes verlinken, aber es ist ja hier in der BND auch nichts Neues. Guckt euch dazu mal bitte Dr. Doro. Hier. Ich glaube, ich habe Ihre Freunde gefunden, Herr Bruno Karl. Ja, Sie sind da. Ach, schon gut. Auf jeden Fall. Genau. Nee, wie gesagt, ich bin arischer Übermensch. Ich habe eine hohe Intelligenz und ich habe auf jeden Fall diese Scheiße nicht verdient. Ist auf jeden Fall auch nichts Neues in der BRD, BRID, Firma Bundesrepublik in Deutschland, GmbH und Co. KG. Ja, Seehandelsrecht, alles. Guckt euch mal an, was sie mit der Dr. Dorothea Thuhl gemacht haben, so wie die Thule-Gesellschaft, nur ohne E. Ja, die haben sie auch kaputt gemacht. Ne? Weil die sich gegen das Kartell gestellt hat. Und dieses System widert mich einfach nur noch so an. Lest euch das mal durch, das ist voll die kranke Scheiße. Aber wie gesagt, ich habe das echt nicht verdient. Und vor allem nach dem, was ich geleistet habe in der Kindheit, mir das so zu danken. Deswegen gibt's halt jetzt mal richtig so den Klatsch in die Fresse, bis, wie gesagt, sie meinen Forderungen als arischen Übermensch nachkommen, Herr Karl. Ihr seid Dreck, das wissen Sie auch. Ihr habt mir zu unterstehen, meinen Befehlen zu gehorchen als arischen Übermenschen, ja, und nicht umgekehrt. So, Sie wollen den Kampf, Sie kriegen einen. Wie gesagt, bis zu meinem Tod werde ich hier weiter kämpfen gegen diese Scheiße. So, selber schuld. Ihr wart zu gierig, Hochmut kommt vor den Fallen, jetzt gibt's richtig den Klatsch in die Fresse. Als Bestrafung für diesen ganzen Scheiß hier. Nee, auf jeden Fall so, jetzt aber nochmal zurück. Also wie gesagt, ich habe keine Kindheit gehabt, mein Körper ist kaputt, mein Leben ist kaputt. Ich darf jetzt von Hartz IV leben, kann mich jetzt mit dieser ganzen Ämterscheiße rumschlagen, dank Ihnen, Herr Karl, dank dem BND, dank den Geheimdiensten, Freimaurern und Co. KG. So, also Leben komplett kaputt, Stasi-Zersetzung halt. Dann halt, wie gesagt, das ganze Leid, was sie mir noch angetan haben, dann haben sie mich in die Psychiatrie gesperrt, wie gesagt, unschuldig. Na, jeder, der da drin ist, ist unschuldig drin, aber bei mir ist es halt schon heavy. Weil angesichts, was ich geleistet habe, Kindesmissbrauch und diese ganze Scheiße, das habe ich nicht verdient. Das können Sie, wie gesagt, diesen Krüppelkindern, Benjamin Behrens, Phil Rosenzwerg, Zionberg, ich sage mal gern Zionberg, weil das stinkende Zions sind, die Rosenbergs, ja, können Sie mit solchen Krüppeln machen. Die können eh nichts, die sind hässlich, Untermenschen, Dreck. Aber nicht mit mir. Ich bin nämlich kein Untermensch, ich bin auch kein Dreck.
Wenn man schon so eine Scheiße macht, dann bitte mit den Leuten, die ohnehin nichts können. Irgendwelche Ballonköpfe, irgendwelche Bollerköpfe, irgendwelche Legastheniker. Ich bin auf jeden Fall gar nichts davon. Deswegen widert mich das so an. Hab doch wohl einen Arsch offen da beim BND, ja? Muss man sich mal zergeben. Unschuldige Leute, die nie was getan haben, mit einer hohen Intelligenz. Indigo-Kinder, Empathen und arische Übermenschen hier. Die werden vom BND kaputt gemacht. Erst werden sie missbraucht in der Kindheit, kaputt gemacht, gequält. Mit Mikrochips ausstaffiert und dann in irgendwelche Heime gesteckt oder in irgendeine andere Scheiße als Dank für die ganze Scheiße. Na, Applaus, ey. Na, deswegen ist die Gesellschaft auch so kaputt, weil die ganzen guten Leute wie ich, die werden alle weggeräumt, bevor die irgendwas noch machen können. Das widert mich so an und das ist das System, was endgültig weg muss. Und Herr Karl muss mit seiner ganzen scheiß Familie gehangen werden. So einfach ist das. Das ist wie Unkraut, sonst kommt es halt immer wieder. Wenn du es halt nicht komplett entfernst mit der Wurzel, sondern wenn du nur ein Blatt abzupfst, kommt es immer wieder. Ne? Oh, regt mich das auf alles. So. Also, wir fassen zusammen. Eigentlich wollte ich das Video nur an den BND richten, weil ich halt so brassig bin, was er mir hier angetan hat. So. Erstens mal haben wir den Kindesmissbrauch, wo er mir in der Kindheit meinen Hoden zerstört hat, meinen Körper zerstört hat, alles. So. Da habe ich nie irgendwas für gekriegt. Ne? So. Ja, so. Da habe ich nie irgendwas vorgekriegt. Im Gegenteil, als Dank, als Wiedergutmachung sperren sie sich in Psychiatrien, quälen dich noch mehr kaputt mit Tabletten, bis du dann halt wirklich stirbst. Das muss man sich auch mal geben, wie böse die eigene Familie sein kann. Ja, Familie will ich gar nicht sagen, war noch nie eine richtige Familie. Ich war als Kind schon immer unglücklich. Ne? Nein, das war kein Anzeichen. Oder so, ich war gerade tatsächlich irgendwie ganz weg, kurz. Jetzt habe ich den Faden auch verloren. Nee, auf jeden Fall so. Wie gesagt, also meine Kindheit ist zerstört, die liegt in Scherben, das kann mir keiner wiedergeben. Kein Geld der Welt kann das wieder gut machen, gar nichts. Ne, das muss man sich mal überlegen. Ich habe nie richtig die Möglichkeit gehabt, mich zu entwickeln in meiner Kindheit. Oder geschweige denn hatte ich irgendwie Freunde oder irgendwas. Das war alles vom BND gesteuert halt. Und das ist deswegen, das einmal das. Dafür gab es nie wieder Wiedergutmachung, weder finanziell noch in irgendeiner Art und Weise. Dann haben sie mich, wie gesagt, also nur gequält, 17 Jahre lang. Und seit 5 Jahren dauerhaft auch mit diesen Schulterimplantaten und Körperchips, die sie mir verpasst haben. Da haben sie mich so hart gefoltert mit Schlafentzug und all der ganzen Scheiße, dass ich dann tagelang wirklich wach lag. Ne? Dementsprechend konnte man dann auch in der Schule nicht mehr richtig funktionieren und so weiter. Also der BND hat dann auch Schuld, dass ich dann quasi in dieser Schule quasi kein normalen locker hier, ich bin auch bei meiner Schule, Löns Realschule 13, 15, 4, 1 weg, keinen erweiterten Realschulabschluss habe, dementsprechend halt auch nirgendwo jetzt reinkomme und so weiter. Das ist auch wieder ein Fakt. Also der BND ist schuld, dass meine Kindheit kaputt ist, dass ich keinen Schulabschluss habe, dass mein Körper kaputt ist, dass mein Leben kaputt ist, ja. Als Dank kriege ich nur Schläge in die Fresse und deswegen gibt es jetzt hier den Schlag für Sie in die Fresse, Herr Karl. So. Ihr wolltet einen Hassan, ihr kriegt auch einen Hassan. Ihr wolltet einen Hitler, ihr kriegt einen Hitler, allerdings gegen euch. Und ich trete euch jetzt richtig in den Arsch. So wie gesagt, bis zu meinem Tod. Weil es bleibt mir auch gar nichts anderes übrig. Polizei macht nichts, Gerichte machen nichts. Scheingerichte, Privatscheingerichte unter See- und Handelsrecht. Ne? Na, klasse. Ja, vor allem, was ich traurig finde, jeder weiß es, aber die Deutschen sind so ignorant. Und die scheißen halt drauf. Alle. Ah, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich kriege irgendwie auch nichts richtig zusammen hier, wie gesagt, weil dieser Hass in mir, der ist einfach so groß. Ja, wie gesagt, dass man es erstens wagt, mir das anzutun, wenn man schon so ein Traumaprogramm macht, dann kann man das doch wirklich, dann sollte man das doch wirklich an den verkrüppelsten Leuten der Gesellschaft machen. Nämlich Autisten, Bollerköpfe mit so einem richtigen Wasserkopf. Hashtag, lasst die Wasserköpfe zum Platzen bringen, wählt Großkaiser Adrian, ja. Nee, es widert mich an so Leuten, die ohnehin dumm sind und hässlich sind, die keiner will, aber nicht an mir. So. Genau.
So, können wir uns hier hinsetzen? Ne, ist alles dreckig. Ah, widert mich einfach nur noch an, dieses ganze Kartell, dieses ganze System, diese ganzen Freimaurer. Vor allem, es liegt auch auf der Hand, ey, die Leute müssen mal aufwachen. Wie gesagt, das ist Dr. Kesselhorn, das ist alles aufgeklärt, Systemanalyse, ja. Es Geheimgesellschaften und das wird früher oder später irgendwann kriminell, das liegt doch auf der Hand. Und das ging Jahre so und keiner hat sie gestoppt, weil man alle Leute wie mich so entfernt. Ne? So, also wie gesagt, ich habe ohne angeben zu wollen auf jeden Fall eine hohe Intelligenz. Ich bin kein Legastheniker, kein Autist und ich habe auf jeden Fall diese Behandlung nicht verdient. Und deswegen, das macht mich so brastig, diese Scheiße. Ich kann sie mit euch einen Vollspacken machen mit den. Nee. Und wenn ich dann halt sehe, wer macht diese Folter und was sind das für Loser beim Geheimdienst da, dann zieht mich das noch mehr runter, ey. Weil ich bin der Übermensch, das sind die Untermenschen. Normal müsste das umgedreht sein, normal müsste ich die foltern. So, Idioten. Aber wie gesagt, die haben sich den Falschen rausgesucht. So. Ja? Gut. Danke. So, soll ich mich hier mal jetzt hinsetzen? Ich weiß es nicht. Sieht mir alles nicht sehr einladend aus. Ich setze mich trotzdem kurz mal hin. Auf jeden Fall. Ich bin einfach nur brastig. Das muss man sich, und wie gesagt, zusätzlich werde ich jeden Tag noch als Dank dafür, dass ich in der Psychiatrie war, dass mich kaputt gequält haben. Entschuldigung, wenn ich die zeitliche Einordnung nicht mehr hinkriege. Für den kaputten Körper, für den kaputten Hohn, für eine kaputte Kindheit. Werde ich jetzt auch noch jeden Tag bis zum Orgasmus sexuell vergewaltigt. Durch mir unbekannte BND-Mitarbeiter. Seit 17 Jahren, 18 Jahren. Seit meinem dritten Lebensjahr halt. Ich gehe davon aus, dass ich 21 bin. Und ja. Genau. Na, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich aus dem Takt auf jeden Fall. Das ist der Dank dafür und das sehe ich nicht ein. Deswegen gibt es jetzt halt ja so ein bisschen so ein Feuer halt zurück. Selber schuld. Ihr habt den Kampf angefangen. Sie haben den Kampf angefangen, Herr Karl. Ihr habt den Kampf angefangen. Die CIA hat den Kampf angefangen, nicht ich. Das ist ein ungerechter Kampf. Und ihr werdet den Kampf so oder so verlieren. Ja? Ihr werdet den Kampf verlieren, Herr Karl. So oder so, ob er jetzt nun schafft, mich zu beseitigen oder eben nicht. Ja? So. Na, ich hoffe, Video lässt das YouTube online, genau. Video lässt das YouTube online, ich hoffe es. weil es ist, ich sehe schon, komm, Hassrede und Beleidigung gefleckt. Ja, ist mir auch egal, aber wie gesagt, ich muss den Hass mal rauslassen. Zur Not kommt es auf BitChute halt nochmal. Das ist mir auch egal. Da geht das nämlich mit den Flaggen nicht so einfach. BitChute ist da noch ein bisschen anständiger. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt. Und als Dank, wie gesagt, dafür, für diesen ganzen Scheiß, werde ich hier noch gequält bis in den Tod. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt habe ich mich 40 Minuten wieder nur aufgeregt, aber ja. Und jetzt braucht ihr mir auf jeden Fall auch nicht mehr kommen. Mit irgendwelchen scheiß Leuten, die mich irgendwie angeblich mögen. Aber in Wirklichkeit will man nur Pornos drehen mit mir hier, ja? Fickt euch doch ins Knie, ihr habt doch einen Arsch offen, ehrlich. Könnt euch einen anderen suchen. Also wie gesagt, diese Ich liebe dich Scheiße ist ausgelutscht. Das geht seit 18 Jahren so. Genau, und das gilt halt für jeden. Ich bin so oder so asexuell. So, wie gesagt, und dann halt, ach, jetzt habe ich 40 Minuten nur rumgeredet. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Aber wie gesagt, der Dank ist dann auch noch, wie ich jetzt, wie gesagt, leben darf. Ne, vorher habe ich Mühlenbergstraße 30B gewohnt. Und da wurde ich genauso schlimm gequält, auch mit Schlafentzug. Das war eigentlich eine schöne Wohnung. Bloß durch diese Folter und durch diese Drecksnachbarn, diese Drecks-Hip-Auf, diese Drecks-Startschützer, Startschutz, wurde das Wohnen halt unmöglich. Wie gesagt, der Schacht war groß, ich konnte mich da draufquanzen, konnte in Ruhe scheißen. Die Badewanne hatten wir gehabt, ich konnte nachts um 3 Uhr baden. Ich hatte 24/7 hatten wir da heißes Wasser, Mühlenbergstraße 30B, man konnte sich vernünftig duschen. Jetzt hat man das alles nicht mehr. Und das ist alles Ihre Schuld, Herr Karl, das wissen Sie auch. Und in Ihrer verkorksten Legastheniker-Bande da. Ne, deswegen, also ich habe gar nichts mehr, kann leben im Elend, wie gesagt. Ne, ich bin nachtaktiv, das heißt, also ich dusche halt auch normal, habe ich immer in Mühlenbergstraße, habe ich immer nachts geduscht.
ja, das geht jetzt alles nicht mehr. Nee, es ist doch einfach nur noch scheiße. So. Also das muss man sich mal geben. Als Dank für dieses ganze Elend und Leid kriegt man noch mehr Elend und Leid. Und das soll man so hinnehmen. Und dann soll man einfach die Fresse halten, ja. Nicht mit mir, Herr Karl. Nicht mit mir. Und deswegen gibt es halt, wie gesagt, diese Videos, um das Ganze zu enthüllen. So, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es braucht sich bei mir hier keiner mehr melden. Schon gar nicht irgendein Freak von den Geheimdiensten. Ich mache euch alle fertig. Ich ziehe euch alle vor Gericht, ja. Irgendwann haben wir wieder anständige Gerichte hier und dann gibt's richtig Remi-Demi, das sage ich euch. Also es braucht sich keiner mehr melden, ich hasse euch alle. Geheimdienste sind bei mir sowieso alle unten durch, da gibt's keine guten Leute, Ende aus, basta. So, das sind alles Vollidioten, Autisten und Legastheniker und Untermenschen. Jeder einzelne von denen, das sind Orks, das sind Droiden, ja, das, die Leute sind nichts wert da. Vollidioten. Nee, es ist einfach nur noch widerlich. Nee, mich kriegen sie nicht da. Wie gesagt, ihr habt es euch vergeigt, vermasselt. Ihr habt mich gratis dekonditioniert. Mit euren Dreckskrebelkindern da auch. Also die haben mich eher aus der Gehirnwäsche rausgeholt hier. Also im Prinzip hätte man sich den ganzen Scheiß hier schenken können. Ich wollte es auf jeden Fall nur sagen. Also, bei mir hat keiner mehr eine Chance hier. Schon gar nicht irgendwelche Freaks von den Geheimdiensten. Schon gar nicht irgendwelche Autisten. Schon gar nicht irgendwelche Legastheniker. Und schon gar nicht irgendwelche Nazi-Schwuchteln. So, Herr Karl, auf jeden Fall. So, und jetzt als Dank darf ich dann auch noch in einer Bude leben, die viel zu klein ist. Hoffentlich komme ich da bald raus, ist ja an Arbeit. In einer Bude, die viel zu klein ist, wo man nur begrenzte Zeit warm Wasser hat, nur nachmittags, morgens und nachts nicht. Ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob da meine Nachbarn irgendwie mit elektromagnetischen Waffen das beschießen, die Gummis oder so, oder die Mischbatterie oder was weiß ich, dass ich nur kaltes Wasser habe. Wahrscheinlich ja, weil meine Mutter Erzeugerin sagt, oh, sie hat aber warmes Wasser. Ich habe auf jeden Fall nur warmes Wasser und ich dusche auch gern heiß. Von ja 1 Uhr nachmittags kannst du im Prinzip sagen, ja, bis 18 Uhr so. Ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Die Wohnung, das Hausdrittel, das wird übrigens von einem Milliardär vermietet. Der heißt Hireus, das ist der die Goldbarren macht hier. Der ist 20 Milliarden schwer oder so. Mindestens. Und der hat nicht mal vernünftig Geld, vernünftige Leute kommen zu lassen und vernünftig die Häuser auszustaffieren. Das ist eine Frechheit. Und vor allem, da gibt's übrigens auch eine interessante Geschichte. Normal wollten wir eigentlich woanders hinziehen. Aber dann ist ein mysteriöser Brief aufgetaucht. Oh, der Adrian, der macht nur Ärger und Stress. Und das ist dann an die Vermieterin gegangen, bei der wir eigentlich wohnen wollten. Und dann haben wir halt entschieden, dass es besser ist, da halt, bevor es mehr Probleme gibt, dann halt nicht in diese Wohnung einzuziehen. Und aus dem Nichts hat sich dieser Hireus gemeldet, Milliardär. Milliardäre sind alle Freimaurer und alle im Kartell. Och, Familie Lachstetter, wollen Sie dieses Haus noch haben? Sie hatten sich ja mal gemeldet, ganz zufällig. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder was? Das ist doch mit Absicht so gewesen, dass wir nämlich in dieser Kaschemme da landen. Das ist doch mit Absicht so. Kannst du jemand anders erzählen, ey. Ah. Nee, auf jeden Fall. Nicht alle Freimaurer sind Milliardäre, aber alle Milliardäre sind Freimaurer. So. Es ist unmöglich für normal. Also vergesst das alles, was hier Elon Musk sagt und ihr müsst nur an euch glauben und hart arbeiten bis zum Umfallen. Das ist genau das, was diese Freimaurer wollen. Das ist das Sklaven-Mindset. Ihr könnt in dieser Welt nichts erreichen, ohne für die Freimaurer, Templer oder Geheimdienste zu arbeiten. Ja, es ist einfach so. Es ist die Wahrheit. Akzeptiert es. Vergesst auch diese ganze New Age-Scheiße mit Gedanken und Visualisieren. Das geht auch Hand in Hand mit den Geheimdiensten. Das ist alles so ein Geheimdienst-Gehirnwaschprogramm. Vergesst das alles. Das ist alles Technik. Das ist alles Blödsinn. Da ist Wahrheit dran, aber auch nicht viel. New Age ist sowieso eine Täuschung. Auch wieder alles, um von Gott und der Bibel wegzuleiten. So. Man kann vieles machen. Es geht auch Telekinese und so ein Scheiß. Aber da gibt's ja auch so chinesische Mönche, die das können und dann kannst du auch mit deinen Händen und so, wie gesagt, Sachen anzünden und so eine Scheiße. Aber vieles ist auch diese ganze Lichtarbeiter-Scheiße. Das ist alles Geheimdienstgehirnwäsche. Hier die 144.000. Das sind dann alles so MK-Ultra-Opfer wie ich und so ein Mist. Falls ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist alles Geheimdienstgehirnwäsche. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Vergesst das alles. Das ist auf jeden Fall das System, gegen das ich ankämpfe. Auf jeden Fall so, ich kann jetzt als Dank nicht mal richtig duschen, nicht richtig Wäsche waschen, weil die Waschmaschine auch kaputt ist. Muss mich dann auch mit einer narzisstischen Mutter immer rumzanken, die auch ihre Launen hat, ja, wie blonde Menschen halt so sind, ne? Man kennt es.
werde ich mit Gott auch noch mal schimpfen, wenn ich irgendwann im Himmel bin. Ich werde dir sagen, weißt du, ich werde Gott richtig schimpfen. Ich werde ihn fragen, warum hast du blonde Menschen geschaffen? Weißt du was, da gehe ich lieber freiwillig in die Hölle zum Teufel da unten. Wenn, weiß ich nicht. Echt, ey. Auf jeden Fall möchte ich nicht, wenn im Himmel blonde Menschen sind, möchte ich da nicht hoch. So. Ist mir dann auch egal. Also, Blondie. Blonde Menschen, ey. Es ist eine Pest. So. Blond. Ich hasse blonde Menschen, echt. Nee, auf jeden Fall der Dank für Kindersex-Trafficking, für Schwänzelutschen, für Prostitution in der Kindheit ist, dass man mich jetzt umbringt, quält, in der Psychiatrie mit Spritzen zugeballert hat und Gift. Als arischen Übermenschen werden sich irgendwelche Legastheniker daran dumm und dämlich verdienen. Ja, das können sie, wie gesagt, mit so Krüppelkindern wie Finn Schärfke, Benjamin Behrens. Der ist doch sowieso potthässlich und fett, dieser scheiß Freimaurer-Schrottjunge. Wenn seine Eltern da nicht diesen komischen scheiß Laden hätten da hier, Fruchtmarkt Behrens da, dann würde es den auch nicht sehen. Warum haben die das? Weil es auch Freimaurer sind. Behrens ist eine Freimaurerfamilie. Es ist nicht möglich für normale Menschen eine Firma zu haben. Und schon gar nicht, das machen die alles dann irgendwann kaputt, die Freimaurer. So einfach ist das. Behrens, wie ich diese Familie hasse. Nee. Könntest du mit solchen Schrottis machen, ey. Die haben doch einen Arsch offen. Ich würde euch alles wie gesagt verlinken. Mal Dorothea Thule, Projekt Monarch, den Air Force Contractor lade ich euch nochmal hoch. Nee, also ich bin einfach nur noch brastig. Die verkrüppelsten Menschen kommen hoch, die werden befördert. Und das ist ja überall so. Das ist das System, was mich anwidert und was weg muss. Die kommen nach oben, die guten Leute werden nach unten gedrückt und das ist auch eine Welt, in der kann und möchte ich so nicht mehr leben. Du. Also wenn das so weitergeht hier. Und deswegen, das ist einfach scheiße. Nee, also wie gesagt. Ich werde kämpfen bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir auch nicht mehr leider. Bis ich endlich meine Gerechtigkeit kriege. Ja, es ist, wie gesagt, guckt euch einfach mal Dr. Catherine Horton an, die macht das Ganze ganz gut. Genau, die klärt das auch ein bisschen besser auf wie ich und versiert da, die ist da auch, die kann das auch besser, sich besser ausdrücken. Wie gesagt, ich stehe halt unter Hass und unter Spannung. Es widert mich halt einfach nur noch an. Die hässlichsten Krepel bereichern sich an mir, als arischen Übermenschen, an meinem Leid, an meinem Elend. Wie gesagt, ich kann gar nichts machen. Ich kann mich weder richtig duschen, noch kann ich richtig Wäsche waschen. Dann muss ich mich mit einer narzisstischen blonden Erzeugerin rumschlagen. So, na herzlichen Dank auch. Aber ich kann vom Jobcenter jetzt leben. Und jetzt als Dank, wie gesagt, wollen sie mich noch prostituieren mit irgendwelchen Leuten. Ist auch egal, wer das ist, aber generell. Das ist doch wohl die Frechheit schlechthin hier. Das ist doch wohl der Gipfel. Nee, nicht mit mir. Nicht mit mir, Alter. Doch wohl ein Arsch offen hier. Ja, bei euch piept's wohl. Nee, ich kann jedem mal empfehlen. Lasst euch mal irgendwie Risperidon verschreiben. Einfach nur mal so, dass ihr mal wisst, wie das ist. Und das musste ich dank diesem BND-Wichsern 6 Monate lang durchmachen. Also ein halbes Jahr. Also 20 Jahre, 21 Jahre gestohlen durch Projekt Monarch. Ein Jahr mindestens insgesamt gestohlen, auch mit den ganzen Aufenthalten in der Kindheit, durch die Psychiatrie, durch dieses Nazi-Todeslagersystem, durch die ganzen Gehirnwäsche. Macht dann also 20, also im Prinzip 20 Jahre weg, ein Jahr nochmal weg durch Einkerkerung. Genau, was haben wir noch?
Nee, werde ich euch nie verzeihen. Also worauf ich hinaus will, man hat mir nur Schmerz und Leiden zugefügt. 21 Jahre und als Dank ist das halt noch mehr Schmerz und Leiden. Und das soll ich einfach so hinnehmen und sagen, oh, ist halt so? Nee, nix, Herr Karl, nix. Nix, gibt's nicht sowas. Alles in der Beschreibung, wie gesagt, für die ganzen Zuschauer hier. Wie gesagt, worauf will ich hinaus? Eigentlich, das Video habe ich heute nur gemacht wegen dieser sexuellen Vergewaltigung heute, die was seit Jahren so geht, mit diesen Mikrochips und ganzen Dreck und dieser Nanotech-Tech. Wie gesagt, ich werde euch das nie verzeihen können. Worauf ich hinaus will, ist, ihr könnt euch das jetzt auch in die Haare schmieren. Normal wäre ich seit 3 Jahren tot in einem Attentat. Das hat nicht geklappt wegen Vodafone. Ganz ehrlich, es wäre für mich besser, es wäre für euch besser, es wäre eigentlich Win-Win für alle. Ich muss für diese Satanisten, die haben keinen Zeugen mehr, ich wäre oben bei Gott. Lach mich dann über diese Freaks hier unten kaputt. Ne? Aber nee. Ja, im Prinzip hat es nur Vodafone. Vodafone, mal wieder. Vodafone. Als wir schon Probleme mit Vodafone alles hatten, ne? Muss sich mal überlegen, dass eigentlich nur eine Internetstörung von Vodafone mein Leben gerettet hat. Ohne diese Internetstörung wäre ich tot gewesen jetzt. Und das ist doch wirklich der Gipfel, ne? Nach dieser ganzen Scheiße, nach dem Fakt, dass ich normal schon tot wäre seit 3 Jahren, versucht man mich jetzt noch zu trafficken für Pornos, für Sex, um mich dann letztendlich umzubringen. Und das ist doch wirklich der Gipfel. Wie gesagt, zweitens, ihr schuldet mir sowieso noch viel für diese ganze Scheiße. Das kann man gar nicht wieder gut machen alles. Wie gesagt, Fakt ist, ich brauche auf jeden Fall von dieser Welt nichts. Ich brauche auch keine Hezbollah-Terrororganisation, ich brauche auch nichts vom Iran. Alles, was ich will, dass dieser Kindesmissbrauch an mir aufgedeckt wird, dass dieses System endlich komplett abgeschaltet wird, für immer. Ja. Das ist das, wofür ich kämpfe und da werde ich auch weiter kämpfen. Nee. Es ist wirklich schwierig, irgendwie vernünftig zu erzählen. Ich bin einfach nur noch sauer. Als Dank für diesen ganzen Dreck, wie gesagt, darf ich in einer Wohnung leben, in einem Hausdrittel, was einem Milliardär gehört, der Tonnen an Kohle hat, nicht mal irgendwas vernünftig renovieren kann, der irgendwelche Polacken oder Tschechen oder was weiß ich, wo er die Leute her hat, die das da alles gemacht haben. Das ist doch einfach nur widerlich, ey, sowas. Ey, wirklich, der Arsch quillt voll, der quillt über mit Kohle. Anfangs, wo wir in diesem Hausdrittel waren, war es übrigens kalt. Es war kalt. Ja, war Winter, wir sind im Winter da rein und es war kalt, die Wohnung war kalt. So soll man sich mal geben. Oder ich sag mal Wohnung, aber es ist eigentlich Hausdrittel. Nee. Einfach nur nee. Und dann sehe ich, wie gesagt, wie irgendwelche BND-Freaks sich da irgendwie bereichern, in irgendwelchen riesigen Anwesen leben oder sonst was. Das geht gar nicht. Das sollte umgekehrt sein. Diese behinderten Autisten, Legastheniker von BND sollten in dieser Wohnung, in dieser Kaschemme leben wie ich. Kein vernünftig warmes Wasser und nichts haben, nicht waschen können. Weil das sind nämlich die Untermenschen und ich sollte eigentlich da sein. Und deswegen, ich kämpfe halt wieder, dass dieses System umgedreht wird, so wie es sein muss. Das darf doch alles nicht wahr sein. Warum ist das Ganze so richtig? Weil hier keiner mal einen Finger aus dem Arsch zieht, außer ich, ey, weißt du was? Naja, also wie gesagt, jetzt könnt ihr es euch in die Haare schmieren. Ich hasse euch sowieso alle da beim BND. Bei mir braucht jetzt hier auf jeden Fall keiner mehr antanzen. Und wie gesagt, vor allem warum? Wie gesagt, so oder so. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eins sagen an euch BNDler da, an euch Loser. Warum soll ich mich jetzt noch prostituieren lassen? Für was? Ich will von euch nichts, ihr schuldet mir sowieso noch so viel. Wie gesagt, lieber habe ich jetzt 17 Jahre nicht gekriegt, auch nicht gebraucht, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Ja, schmiert euch den ganzen Scheiß in die Haare. Könnt ihr euch sonst wohin stecken. Ich hasse euch alle. Ihr seid alles Dreck, ihr seid alles Abschaum, hängt euch auf da. Wird sowieso passieren, wenn ihr erstmal das Volk rauskriegt, was ihr mit mir und anderen Millionen Monarchopfern gemacht habt.
Ne? Ja, es hat sich auf jeden Fall alles erledigt. Das wollte ich nur sagen. Ja, gut, habe ich eine Stunde dafür gebraucht. Es widert mich halt nur an. Wie gesagt, ihr könnt es euch in die Haare schmieren. Ich werde kämpfen, bis ihr alle tot seid, bis ich meine Gerechtigkeit habe oder bis eben ich tot bin. So oder so, ihr habt den Kampf von Anfang an verloren. Verzeihen werde ich euch auf jeden Fall nicht. Also ich sage, der Gipfel und was man mir hier auch alles an Krüppelkindern angedreht hat. Irgendwelche Autisten, Legastheniker, was alles gar nicht mein Niveau ist. Irgendwelche hässlichen Krüppel. Und vergiss es doch alles, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dann gibt es nur noch Autisten auf dieser Welt, oder was? Mann, 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 da hat Bill Gates ja einen guten Job gemacht mit der Pharmaindustrie, ey. Das ist doch alles ein Scherz, oder? Nur noch Legastheniker. Bum, 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 bum. Ich muss das halt mal rauslassen. Die Videos sind noch wie so ein letztes Ventil, was ich habe, mal so richtig Luft zu machen. Da ist mich einfach nur anwidert, dieses System. Das muss weg. Nee. Nee. Oh, es kommt alles in die Beschreibung. Der Contractor kommt heute noch hoch. Der US Air Force Contractor. Ich weiß nicht, wie der heißt jetzt. William Pavlik oder so heißt der. Oder Pavlik. Den Mikrochips. Nee, ich bin einfach nur noch brastig. Scheiß Templer hier, da ist auch so ein Haus hier oben. Keine Ahnung, wem das gehört. Vielleicht kennt ihr irgendwie die Person. Da weht immer so eine Templerflagge. Pisst mich auch an. Freimaurer kommen übrigens aus den Templern. Das hat nichts mit irgendwelchen Juden zu tun oder so. Die kommen aus den Templern. Die Templer kommen vom Vatikan. Gibt es heute immer noch alles Johanniterorden und die ganze Scheiße. Vergesst das alles mit den Juden. Die Templer waren diejenigen, die die ersten Banken gegründet haben. Na? Und die waren halt schon immer satanistisch und Sodomiten. Ah, fuckt mich das alles ab hier, ey. Ich wollte auf jeden Fall nur noch mal Luft machen, also steckt euch diese Prostitution sonst wohin. Ich werde nie mitmachen bei dieser ganzen Scheiße. Ihr schuldet mir sowieso noch viel. Und drittens, wie gesagt, warum? Ich will von dieser Welt nichts. Also ihr habt es euch vergeigt mit mir, das wollte ich nur sagen. Normal wäre ich eh schon tot. Also steckt es euch sonst wohin, es ist vorbei, es hat sich erledigt und peng. So, das wollte ich auf jeden Fall nur loswerden. So. Ah. Nee. 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 Nee, 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 nee. Nee, es wird Zeit, endlich dieses System abzuschaffen. Psychiatrie, es ist ein Fake-System. Es baut auf Lügen auf. Es gibt keine psychischen Krankheiten. Es ist alles der Geheimdienst mit Mikrowellenwaffen. Oder generell ist es auch kein Wunder, dass man in so einer kaputten Gesellschaft irgendwann krank wird. So, also wie kann man denn in einer Gesellschaft, wo Kinder gepoppt werden und da kannst du ja auch nicht gesund werden und gesund bleiben und ne, und dass man depressiv wird, ist auch bei diesem System kein Wunder und dann irgendwann in den Klapse eingeliefert wird wegen Depression, das ist doch alles, kommt doch nicht von irgendwo her. So, das ist ja auch ein unmenschliches System hier, wir sind ja wie Hamster am Hamsterrad, ey. Das ist kein Wunder, dass du kaputt gehst. So, also Depression ist kein Wunder,
Die ganzen restlichen psychischen Krankheiten sind eine Lüge. So, Schizophrenie ist Geheimdienst. Multiple Persönlichkeit ist Geheimdienst. Satanistischer Kindesmissbrauch. Es kommt doch nicht alles von irgendwoher. Das ist alles von denen, von diesen Templar-Satanisten kommt das. So. Was haben wir denn noch schönes? Bipolare Störung gibt's auch nicht. Ist auch MK-Ultra. Geheimdienste mit Chip-Implantaten. Delta-Trigger. Ja, das hat man ja auch so installiert, so Hassträger, wie gesagt, dass ich so reden kann wie Hassan Nasrallah. Diese bipolare Störung kommt halt auch durch so einen Kindesmissbrauch und so eine Scheiße, dass man dann zwei Personen... Also ist alles gehoaxt, ja. Von Anfang an. Boah, das ist jetzt... Und es hat keiner was gemacht, ey. Aber deswegen wird es ja Zeit. Jetzt wird es Zeit für eine richtige Revolution. Und zwar... Eine, die alles verändert. Und dafür kämpfe ich. Bis diese Krüppel kaputt gehen. Zum Beispiel diese Rosenbergs mit ihrem jüdisch-spanischen Schrottjungen da. Denken sie was Besseres. Oh, weil wir die Zionbergs sind. Weil wir mit Hitler zusammengearbeitet haben oder was. Ey. Dem zionistischen Agenten des Vatikan. Mich wollten sie auch in so einen Zion-Agenten umwandeln, aber nicht mit mir. Ah, ich muss das mal rauslassen. So, ich hoffe, ich denke daran. Ich werde mir das, glaube ich, auch noch mal... Oh, scheiß Fliege hier. Das ist schon wieder vergessen. Ich werde auf jeden Fall... Das musste auf jeden Fall mal alles raus. Es widert mich nur noch an. Ja, und ich mache diese Videos halt in letzter Verzweiflung, in der Hoffnung, dass endlich mal das irgendwer sieht. Und ich kann nicht alles alleine, ich kann nicht Deutschland alleine retten. Vor allem, ich bin geasset-stripped durch die Geheimdienste, Stasi-Zersetzung halt, ich habe nichts mehr. Deswegen, meine Waffe ist halt die Information. Ne. Naja. So, ich werde das Video auch beenden. Ich musste auf jeden Fall mal diesen Hass rauslassen, weil es mich einfach nur anwidert, dieses korrupte System. Ich werde euch, Doktor, ich werde es mir alles mal aufschreiben mit diesen Notes, was ich als App hier habe. Dr. Dorothea Thul kommt rein, Monarch kommt, alles unten in die Beschreibung rein. Und das lest ihr euch dann alles mal gefälligst durch. Ja, das ist eine Anordnung von mir. Kommt ihr jetzt nicht drum rum. Und dann wacht endlich auf und macht endlich die Augen auf und macht was draus. Aus meinen Videos auch. Ich hoffe, ich konnte irgendwen jetzt mal anreizen, hier mal irgendwas zu machen. So, das kann doch alles nicht wahr sein, ey. Und fallt bitte nicht auf dieses QAnon rein. Das ist alles nur Ablenkung und Beschäftigung. So, das kann ich euch sagen. Das kommt von den Geheimdiensten, das ist eine Psy-Op. Das hat ja CIA-Mitarbeiter Sean Ross ja auch schon aufgedeckt. Da müsst ihr einfach mal bei YouTube eingeben, Central Intelligence Agency. Dann klickt ihr den Kanal mit 30.000 Abonnenten an, wo das Logo ist Cocaine Import Agency, ja. Alias auch, er hat auch mehrere Channel hier, Chatzefratz und Homeland Security. Also nicht Homeland, sondern Homeland Sick, so wie krank, S-I-C-K, Urity, Security. Ja, genau, und da guckt er mal vorbei, der hat auch schon viele aufgedeckt. Wie gesagt, ist alles hidden in plain sight. Es ist so offensichtlich, dass niemand darauf kommt, dass er nicht vielleicht auch zum Geheimnis gehört. Ne? Also ist schon funny irgendwie. Es ist halt so offensichtlich, dass keiner darauf... Wie gesagt, der beste Weg, etwas geheim zu halten, ist es laut rauszuschreien. So, also der hat das ja auch schon aufgedeckt. Und dann müsst ihr euch mal das Video angucken. Ich werde es euch auch verlinken. The DJ has slaves to dance to any opposition. Und da klärt er das auf, dass das QAnon von der CIA kommt. War mir auch vorher schon klar.
Hallo? Ja, wie gesagt, ich will auch nichts Falsches sagen, vielleicht ist es wirklich nur eine Parodie, aber man muss logisch rational rangehen. Wie kann es sein, dass erstens mal YouTube auf alle Leute, die richtig groß sind, und ich rede jetzt nicht von 1000 oder 2000 Abonnenten, sondern wirklich 10.000, 20.000 oder so, da muss man sich mal fragen, erstens, warum ist das auf YouTube erlaubt, zweitens mal, warum sind diese Leute so groß? Die müssen also auch zu irgendeinem Freimaurer sein oder irgendwie zum Kartell gehören, weil sonst würden die nicht so groß sein. So. Also kannst du davon ausgehen, dass der Kanal Central Intelligence Agency auch von der CIA kommt. Ich sag euch das einfach nur mal so, dass ihr diesen Gedankengang mal habt. Das ist nämlich so offensichtlich, dass es nämlich dann schon wieder versteckt ist. So. Auf jeden Fall, ich verlinke euch das Video. QAnon, vergesst das. Es ist eine Psy-Op. So. Forget it. Naja, ja, mich wollten sie übrigens auch schon für die CIA rekrutieren, allerdings habe ich das abgelehnt. Also ich hätte auch für BND und CIA arbeiten können, aber aus dieser ganzen Geschichte habe ich das nämlich alles abgelehnt. Ich mache bei diesem Kriminalkartell nicht mit, jetzt wollen sie sich natürlich loswerden. So, wie gesagt, ich werde euch das mal alles verlinken. Der US Air Force Contractor, der kommt heute noch nach oben. Und dann, ich muss das auf jeden Fall mal alles rauslassen, weil das ist wirklich unter aller Sau, was hier läuft. Meine letzte Waffe sind die Videos. Ich hoffe ja, dass es auch ein paar gute Leute gibt, die sich das immer bis zu Ende angucken. Und das reicht auch schon, wenn da 10 Leute sind oder so. Aber das erzählt sich ja dann weiter. Und dann sagen die 10 Leute, ja, guck das mal an bis zu Ende. Und dann sind es auf einmal 100. Mann, ey, weißt du was? Genau. So, ich werde das Video beenden jetzt. Ich habe keine Lust und keine Kraft mehr. Oh, fühle mich auch schon besser jetzt. Aber nicht viel. Erst auf Herr Karl bleibt mit seinem Legastheniker-Kartell da. So, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass das Sex-Trafficking hinfällig ist, Herr Karl. Ich hoffe, das kommt jetzt mal endlich irgendwie durch. Also spart euch diese Stimulation. Ich hasse euch sowieso alle. Ihr seid mir sowieso alle zu verblödet, zu unterlegen. So, genau, nach dem ganzen Dreck, was sie mir 17 Jahre andrehen wollten, ne, und nach dieser Scheiße hier, jetzt gibt's, wie gesagt, die Rache, ihr kriegt schon, was ihr verdient, zerlegt euch alle. So, ich würde mir das jetzt mal, gehe jetzt gleich erstmal zu Sparkasse. Und dann ist gut. Und dann hole ich mir ein Nougat-Taler von Tarke, wenn sie die haben. So geil, also wer das nicht kennt, das sind so, boah, einfach nur geil, einfach nur ein Traum. Das sind so Keksringe mit so einer Schokofüllung zwischendrin. Also es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Gibt's nur in Einbeck hier. So. Jetzt macht's mal gut. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin auch, bevor ich jetzt hier noch ausflippe. Genau. Ich wünsche euch allen was, wir sehen uns im nächsten Video und guckt mal in die Beschreibung.